So, jetzt aber ins Bett mit dir. Und wenn du dann im Bett bist, gibt es noch ein tolles Märchen. Ich muss auf Zug. Ja, geh noch auf die Toilette. Und die Zähne hast du auch noch nicht geputzt. Aber im Badezimmer bitte und nicht in der Küche, ja? In diesem Pyjama kannst du sicherlich gut schlafen. Dann lass uns mal schauen. Von den 7 Zwergen hinter den 7 Bergen habe ich dir schon einmal erzählt. Und dann fragt die böse Königin, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und was der Spiegel dann antwortet, das erzähle ich dir dann morgen. Morgen geht es dann weiter, mein Mäuschen. Morgen. Jetzt aber die Füße unter die Decke und den Kopf aufs Kopfkissen. Gute Nacht. Und morgen gehst du dann zum ersten Mal in den Kindergarten. Ist das nicht toll? Nein. Schlaf gut und träum was Süßes.